Begrüße euch im Star Wars Filmclub bzw. Lukas Film Fanclub. So, um Filme zu schauen und anschließend dann darüber zu diskutieren, ist er ja ins Leben gerufen, dieser Filmclub, wo man sich Filme anschaut und dann nachträglich darüber diskutiert. Da es ein Home-Kino ist mit Kinobeamer und so weiter, eine riesengroße 21 Quadratmeter große Leinwand, reicht für einen 4 Meter Durchschnitt so, reicht bei 16 und zu 9. Das ist an sich eine 21 zu 10 Bilddiagonale, die da eingerichtet worden ist. Und wie gesagt, Kernpunkt auch 3D. So, da leider die Firma Panasonic zwar ein super Gerät geliefert hat, kosten die Brillen um die 180 Euro und bei 10 Leuten wären das mal eben stolze mit Porto 2000 Euro. Da habe ich gesagt, das ist aber heftig. Zwei habe ich mir schon mal geleistet, damit wir uns das schon mal anschauen konnten. Und somit war ich dann leider der Leidtragende, der da nicht zugucken konnte. Ich konnte es mal mir anschauen, aber empfand ich da nicht so schön, weil zwei durften schon mal gucken und ich habe dann halt ohne Brille geguckt. Und heute wollte ich einen Beitrag machen. Ich habe im Netz eine aktive Blue and Infrarot Brille gefunden von der Firma Pollux. Wie gesagt, das Original steht drin, das ist angeblich für LG, Sony und auch für Panasonic Active. Ich habe auch gerade schon aufgeladen, die gute Brille. Was ich so toll finde, darum mache ich den Videoclip. Also die Originalbrille von Panasonic kostet 180 Euro. Und die wird einfach nur so geliefert. Ohne alles. Nur so. 180 Euro, nur so. Die liegt auch nur so da rum. So, das gute Stück, habt ihr ja gerade gesehen, 31 Euro von der Firma Pollux. Eben kurz aufgeladen. Wie gesagt, wegen dieser Shutter-Einheit muss man dann hier so drauf drücken. Und deswegen weiß man, dass das Infrarot ist. Ja, ich muss nur gucken, ob das Blau vorhin das Rot. Rot war schätzungsweise wegen dem Aufladen. Aber jedenfalls müsste das jetzt funktionieren. Dunkel werden. Die Dinger werden ja dann dunkler. Es ist ein Test, weil wenn die nicht funktionieren sollte. Ne, also wenn die nicht funktionieren sollte, dann tausche ich halt wieder um. Das ist klar. Aber darum mache ich den Videoclip. Nicht, weil ich so umtauschen möchte, sondern weil die wirklich ziemlich luxuriös geliefert wurde für 31 Euro. Ja, in diesem sogar mit Putztuch, also 180 Euro von der Firma Panasonic selbst. Einfach so geschickt, ja, wirklich ohne alles, weder Putztuch oder sonst was. Und so eine Firma hier, die sich wirklich Mühe gibt mit diesem Case, die Firma Pollux, muss ich schon sagen, ich hoffe inständig, dass die funktioniert, dass die okay ist, weil dann kann ich, sagen wir mal, 10 Stück ordern, 310 Euro mit Porto, was weiß ich, das geht ja dann, anstatt 2000, das ist schon ein bisschen heftig. Ne? Problem ist halt, dass man die immer alle aufladen muss und so, und die Bedienungsleitung ist auch was für Lupensichtige, also Leute, die eine Lupe auf der Nase haben oder so. Aber egal, werde ich schon hinkriegen. Ich habe ja eine Lupe da, wo ich dann lesen könnte. So, sogar mit Identifikation, auch CE-Zeichen, ist also ein europäisches, kein nachgebautes Gerät. Wie gesagt, ist auch gut verpackt. Und bin gespannt. Ich drücke mir heute Abend fett die Daumen. Aktive 3D-TV-Shutterbrille. Innovativ, leicht und kompakt. Bin gespannt. So, willkommen im Filmclub, willkommen hier bei Star Wars Filmclub und überhaupt Film in 3D schauen, darüber nach dann sprechen. Und ja, schauen wir mal, ich werde jetzt hier die Seite mal Pollux aufrufen, ne? Und ja, schauen wir mal. Die ist sogar in Köln, die GmbH hier, ist also auch nicht allzu weit. Ich drücke mal, wie gesagt, fett die Daumen, dass die Brille funktioniert, und lade wie gesagt ein, wenn wir Lust haben, machen wir das, dann besorge ich auch, wenn das wirklich funktioniert, werde ich demnächst sagen, ob es funktioniert, dann wie gesagt können wir im Heimkino bis zu 12 Sitzplätze sind schon da, auch eine 21 Quadrat 7.1 Dolby Surround Anlage würde dann hier gestartet,
würde man sich einmal im Monat treffen und sich die Filme anschauen und danach diskutieren. Sollte man richtig Lust, Laune haben, haben wir natürlich am Center an der A45 direkt im Center, haben wir auch ein eigenes Kino, können wir dann je nach Größe ordern und je nach Größe können wir dann da rein und dann, wie gesagt, Film gucken und anschließend diskutieren. Ja, wie gesagt, das ist der Filmclub hier vor Ort, Stadt Essen, Kulturhauptstadt 2010, jetzt die grüne Hauptstadt. Und ich freue mich auf das erste lange Wochenende im Jahr 2018, wo ich dann mir mit mehreren Star Wars in 3D angucke und andere Filme in 3D. Wir haben auch IMAX-Filme, Original-IMAX-Filme. Die haben wir auch schon getestet, aber auf einem anderen Gerät. Das hat also wunderbar gewirkt, war wunderbar anzuschauen. Und wie gesagt, hiermit versuchen wir es nochmal. Das ist jetzt eine reine Panasonic-Anlage, Panasonic Brenner mit Ablichter, mit Beamer, Kinobeamer, der bis zu 8500 Ansi-Lumen hat. Das heißt also, ist also wirklich hell. Leider noch nicht 4K-fähig. Daran arbeiten wir noch. Ob wir 4K nehmen, weiß ich nicht. Weil die reicht ja an sich. Ne? Ja. So, Hallöchen! Ja. Ich komm. Wenn wir schon im Filmclub sind, die Kollegin hatte auch, aber wie gesagt, einige haben ja Schwierigkeiten mit dem Digitalfernsehen, weil die ja mit Freenet arbeiten müssen und da klappt da nicht alles so. Unser Eins hat ja immer noch Astra und die Zusätze, Internetfernsehen, Zusatzfernsehen und wie gesagt, Astra ist ja alles da. Wir haben ja, wie gesagt, dieses Kino, was wir anbieten, Heimkino, bis zu 12 Leute können wir dann, wie gesagt, und dann demnächst auch 3D und mit 3D, wenn es gut ist. Wir haben also ein Panasonic-Gerät, wo man die Tiefe des 3Ds nochmal einstellen kann. Also 21:10 hat er, oder 21:9. Und man kann also die Tiefe nochmal verstärkt einziehen. Und wer gute Augen hat, käme, glaube ich, mit so einer Shutterbrille klar. Ich drücke mir selbst die Daumen, dass das klappt, dass das funktioniert. Und ich meine für 31 Euro, ansonsten wird es ja umgetauscht, dann kauft man für 31 Euro halt irgendeine Figur oder so. Ich drücke mir aber fett die Daumen, dass wir das hinbekommen für so wenig Geld, weil ich bin schon, also die Originalbrille 180 Euro und die da geliefert wurde, da zu dem Gerät, die gibt es schon gar nicht mehr, also man muss da schon eine andere nehmen. Und das ist eine Reinweg-Infrarotbrille. Wie gesagt, hier ist der Infrarotgeber direkt hier vorne eingearbeitet. Wir haben einen riesen Infrarotgeber oben an der Leinwand dran, der also den ganzen Raum abdeckt. Wir haben es ja halt getestet schon mit mehreren und wie gesagt, zwei Brillen sind dabei gewesen und jetzt haben wir erstmal die dritte, weil wir insgesamt drei Personen sind, die immer alles so testen, ob alles einem gefällt und so weiter und so fort. Und wenn es richtig funktioniert, so aber, ne, aber hallo, so richtig funktioniert, dann können wir natürlich auch mit mehreren das machen. Ne? Mahlzeit, hallo. Hallo. Machen wir. Von der Linie bis zur Bar und Frau Müller. Das ist nur vorne, ja? Ja, Figuren wurden mir also auch vorgestellt. Aber die fand ich ein bisschen teuer mit 150 Euro. Nur Plastik, also nichts gescheitert. Also fand ich da nicht so gut. Hallo. Schluss, ich komme. Hallo.